Sie galten lange Zeiten als die gefährlichsten Kriege Europas und des Nahen Ostens, sowie als die Eliteeinheit des Osmanischen Reichs. Janitscharen hat man sie genannt und die meisten von ihnen hatten ihre Wurzeln auf dem Balkan. Mehr nach dem Intro. Sie galten als die Speerspitze des Osmanischen Reichs und als die treuesten Soldaten des Sultans. Ihre Einzigartigkeit spiegelte sich in der Art wider, wie sie ausgewählt wurden und wie sie kämpften. Im Laufe ihres Bestehens erlangten sie enorme Macht und einige von ihnen herrschten sogar indirekt über das ganze Osmanische Reich. Ihre immer größer werdende Macht führte jedoch auch langsam zu ihrem Untergang und schließlich zur Auflösung der Eliteeinheit, die den meisten bloß als die Janitscharen in Erinnerung geblieben ist. Das ist ihre Geschichte. Über die Gründung der Janitscharen gibt es mehrere Mythen und Theorien. Höchstwahrscheinlich wurden die Janitscharen von Murad I. zwischen den Jahren 1365 und dem Ende des 14. Jahrhunderts gegründet. Oft werden die Janitscharen auch mit dem Bektaschi-Orden in Verbindung gebracht, einem Derwisch-Orden, welcher im ganzen Osmanischen Reich sehr verbreitet war. Gründe für die Aushebung dieser neuen Einheit gab es mehrere. Als erstes sollten natürlich immer genug Soldaten für neue Feldzüge vorhanden sein. Doch die Janitscharen sollten von Anfang an eher so etwas wie die Leibgarde des Sultans stellen und somit eine Eliteeinheit bilden. Mit der Zeit wuchs jedoch die Anzahl der Janitscharen und sie entwickelten sich neben den Spahis, der berittenen Kavallerie, zu der Infanterie des Osmanischen Reichs. Diese sollte sich bei den Schlachten vor allem im Zentrum und nah beim Sultan befinden. Da die Osmanen ihre Eroberungsfeldzüge relativ schnell nach ihrer Gründung auch auf den europäischen Kontinent und somit auch auf christliches Gebiet ausbreiteten, brachte jeder neue Feldzug Kriegsgefangene ein, unter denen sich kräftige junge Männer befanden, die für den Waffendienst geeignet waren. Ursprünglich geriet ein Teil der Kriegsgefangenen nach der Gefangennahme auf das kleinasiatische Gebiet, also die heutige Türkei, wo sie eine spezielle Ausbildung erhielten. Dieses Verfahren wurde jedoch nur am Anfang angewendet und sollte in den darauffolgenden Jahrhunderten von der sogenannten Devşirme, der Knabenlese, abgelöst werden, welche auch als Blutzoll bezeichnet wurde. Die Devşirme bzw. Devşirme, also die Knabenlese, ist einer der Gründe, warum die meisten Bewohner des Balkans bis heute eine negative Assoziation mit der Zeit des Osmanischen Reichs am Balkan verbinden. Oft wurde der Blutzoll auch dafür hergenommen, um die Herrschaft der Osmanen in einem möglichst grausamen Licht darzustellen und Schreckgeschichten im abendländischen Europa zu verbreiten. Ich möchte jedoch sachlich in diesen Punkt gehen und euch beide Seiten der Medaille vorstellen. Die Devşirme wurde zum ersten Mal während der Regierungszeit von Sultan Bayezid I. erwähnt und wurde höchstwahrscheinlich zur Zeit von Sultan Murad II. Eingeführt. In einem unregelmäßigen Abstand, meistens zwischen 4 bis 10 Jahren, wurden nach einer Art Steuererhebung von den christlichen Untertanen des Reichs junge Männer im Alter von 8 bis maximal 20 Jahren vom sogenannten Yayabashi, einem Janitscharen-Offizier, mitgenommen. Man geht davon aus, dass ungefähr jede 40. Familie betroffen war, aber die Verordnung konnte je nach Bedarf geändert werden. In Gruppen von meistens 100 bis 150 jung wurden die Knaben dann aus der Devşirme meistens nach Edirne, Bursa oder Konstantinopel, das heutige Istanbul, geführt, wo sie freiwillig oder gegen ihren Willen das islamische Glaubensbekenntnis annahmen und die türkische Sprache erlernen mussten. Meistens waren Kinder und Familien aus dem Balkan betroffen. So kamen die meisten Janitscharen aus Ländern wie dem heutigen Bosnien und Herzegowina, Serbien, Albanien und Bulgarien. Man sollte jedoch auch erwähnen, dass Familien aus Anatolien, welches damals noch neben der muslimischen eine große christliche Bevölkerung hatte, ebenso betroffen war, wie Familien aus dem heutigen Griechenland. Nachdem Teile des Kaukasus eingenommen waren, wurden auch Jungen aus Georgien und Armenien rekrutiert. Die Devşirme wurde offiziell im Jahre 1648 beendet. Nach dieser Zeit konnte jeder, welcher die körperlichen Voraussetzungen erfüllte, ein Mitglied der Janitscharen werden. Vor allem viele Janitscharen aus dem Balkan erreichten sehr hohe Posten im Osmanischen Reich. Hierzu stelle ich euch später noch die mächtigsten von ihnen vor. Oft wird die Knabenlese als ein barbarischer Akt dargestellt, in dem die Kinder ihren Eltern entrissen wurden und die Eltern auch gleich umgebracht wurden, wenn sie sich dagegen zur Wehr setzten. Was belegbar nicht in allen Fällen zutreffend ist. Ich würde nicht so weit gehen und die Knabenlese als eine Wohltat beschreiben, wie das heutzutage einige Geschichtsrevisionisten am Balkan tun.
Dennoch muss man das Ganze etwas differenzierter betrachten und nicht nur die eine Seite sehen. Der Großteil der Bevölkerung war ziemlich verarmt und konnte meistens nicht lesen und schreiben. Außerdem waren die Familien sehr kinderreich und auch wenn das eigene Kind den Glauben wechseln musste und eine neue Identität erhielt, war es oft der einzigste Weg für eine Zukunft mit Bildung außerhalb des eigenen Dorfs. Das wird auch dadurch deutlich, dass im Laufe der Zeit auch immer mehr muslimische und jüdische Familien versuchten, ihre eigenen Kinder in den Reihen der Janitscharen unterzubringen. Nichtsdestotrotz war es für viele Familien ein unglaublich schweres Schicksal, weshalb sich auch einige christliche Eltern zum radikalen Schritt entschlossen, ihr Kind zu verstümmeln, um so zu verhindern, dass der eigene Sohn rekrutiert wird. Im Laufe ihres Dienstlebens wurden die Janitscharen auch oft in ihre eigene Heimat zurückgeschickt, um dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen, was einige von ihnen nur allzu geschickt auszunutzen wussten. Doch bei weitem nicht jeder konnte ein Janitschar werden. Folgende Voraussetzungen mussten erfüllt werden, damit ein Junge zu einem Janitscharen werden konnte. Erstmal durfte nicht der einzige Sohn der Familie rekrutiert werden. Er hat kein Weise sein dürfen. Er durfte kein Muslim sein. Das Durchschnittsalter lag zwischen 8 bis 12 Jahren. Es gab jedoch auch Fälle, in denen Kinder mit bereits 7 Jahren mitgenommen wurden, sowie Ausnahmen von einigen jungen Erwachsenen mit 20 Jahren, von welchen man ausging, dass sie sehr fähig waren. Laut zeitgenössischer Literatur wurden nur die stärksten und fähigsten Jungen mitgenommen. Zu der Ausbildung zählten in erster Linie neben der Islamisierung bzw. dem Eintritt in den Islam ein unglaublich anspruchsvolles körperliches Training. Oft ist sogar die Rede von einem täglichen Kampftraining. Zu dem Grundtraining zählten beispielsweise der Schwertkampf, Ringen, Speerwurf und das Reiten. Die Ausbildung beinhaltete auch das Erlernen einer Fremdsprache. Neben dem Türkischen war das meistens das Persische und das Arabische. Beide Sprachen der hohen Pforte, somit auch Sprachen der Gelehrten und der Literatur. In der Anfangszeit soll auch das Südslawische gelehrt worden sein, da ein Großteil Rumäliens, also des europäischen Teils des Osmanischen Reichs, von Slawen besiedelt war. Neben Fremdsprachen erlernten sie auch die hohe Kunst der Kalligraphie und die Theologie sowie die Gesetzgebung. Dadurch erlangten einige Janitscharen die Möglichkeit, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Die, welche sich als besonders fähig erwiesen, wurden direkt nach der Ausbildung ausgesondert, um hohe Posten im Reich zu übernehmen. So zum Beispiel als Heerführer, Provinzgouverneur oder als Großvezier, eines der größten Ämter des Osmanischen Reichs überhaupt. Oft wurden die Jungen auch zu turksprachigen Bauern aufs Land geschickt, wo sie sich auch bei normaler Feldarbeit beweisen mussten, bevor sie in die Palastschulen kamen, wo sie eine höhere Ausbildung und ein körperliches Training erwartete. Neben ihrem Eid auf den Sultan und ihrem absoluten Gehorsam musste ein Janitschar bis zum 40. Lebensjahr im Zölibat leben und durfte somit nicht heiraten. Ein weiteres außergewöhnliches Erkennungszeichen war der kurze Schnauzbart, da den Janitscharen im Vergleich zu anderen Muslimen das Tragen eines Vollbarts untersagt war. Doch neben den Pflichten genossen die Elitekrieger auch sehr viele Freiheiten, nachdem sie aus dem Dienst ausgeschieden waren. So erhielten sie beispielsweise lebenslang Sold und mussten keine Steuern zahlen. Nach dem Ausscheiden durften sie auch heiraten, was viele von ihnen dazu bewegt hat, zurück in ihre Heimat zu gehen und Familien zu gründen. Über die Anzahl der Janitscharen weiß man relativ gut Bescheid. So betrug die Anzahl laut Rhodes Murphy in seinem umfassenden Werk Ottoman Warfare 1527 7886 Soldaten, 1574 bereits 13.599 und am Ende des 16. Jahrhunderts sogar um die 35.000 Soldaten. Ende des 17. Jahrhunderts, also rund 100 Jahre später, sollten die Janitscharen sogar 70.000 Soldaten gezählt haben. Die große Anzahl der Elitekrieger war auch einer der Gründe, warum mit der Zeit eine immer größer werdende Gefahr von ihnen für den Sultan und die hohe Pforte ausging und zum langsamen Untergang der Janitscharen führen sollte. Der Ruf der Janitscharen hat sich im Laufe der Zeit immer mehr verschlechtert. Das hatte nicht unbedingt was mit der Stärke der Einheit zu tun, sondern eher mit ihrer Arroganz. Denn die Janitscharen wollten, wissend um ihre Sonderstellungen, einen immer höheren Sold erhalten und verlangten immer neue Privilegien. Wurden diese nicht erfüllt, endete das oft in Aufständen. All das waren Gründe, weshalb man sich 1648 dazu entschloss, die Knabenlese aufzulösen, um so einen Teil ihrer Machtposition aufzulösen.
Außerdem sind zu diesem Zeitpunkt bereits viele Söhne von Janitscharen selbst zu Janitscharen geworden und mussten somit nicht die Devshirme, also das Auswahlverfahren, durchlaufen. Ende des 18. Jahrhunderts sollte das marode osmanische Heer von der französischen Armee modernisiert werden. Die französische Armee hatte zu dieser Zeit den Ruf, eine der besten Armeen der Welt zu sein. Die Modernisierung klappte allerdings nur teilweise, da sich die Janitscharen weigerten, ein Bajonett auf ihren Waffen zu tragen, was zu diesem Zeitpunkt bereits gang und gäbe in der europäischen Kriegsführung war. Ein Grund dafür war, dass sie ihren individuellen Kriegsstil in Gefahr sahen, wenn sie sich als steife Formation mit Bajonetten bewegen würden. Trotz des zahlenmäßigen Wachstums der Einheit im Laufe der Jahrhunderte nahm ihre Kampfkraft nach der Lockerung für die Auswahl der Mitglieder immer weiter ab. Im Laufe ihres Bestehens gab es zahlreiche Aufstände. Der erste bereits im Jahr 1494, in welchem die Janitscharen mehr Sold verlangten. Die Bezahlung stand jedoch nur gelegentlich im Vordergrund. Oft lag ihr Augenmerk auf ihrer eigenen Machterweiterung, was oft zum Sturz des amtierenden Sultans führte. So wollte bereits Osman II. Im Jahr 1622 die Janitscharen stürzen, was ihm jedoch nicht gelang. Er wurde daraufhin von den Janitscharen gefangen genommen und kurz daraufhin ermordet. Sie schreckten somit auch nicht davon ab, die mächtigsten Personen im Osmanischen Reich zu exekutieren, was auch ihre eigene Macht beweist. Das Ereignis, das zum endgültigen Untergang führte, fand 1826 während der Herrschaft von Sultan Mahmud II. Statt. Dieser wollte die Armee modernisieren und die Janitscharen komplett auflösen, was diese als Grund für eine Rebellion nahm und den Palast des Sultans stürmen wollten. Der Sultan war ihnen jedoch einen Schritt voraus. Er bereitete eine mächtige Artillerie vor, die auf die Janitscharen-Kaserne feuerte und beschloss, alle Überlebenden zu verfolgen. Die Janitscharen wurden entweder verbannt oder hingerichtet, was das Ende der Janitscharen bedeutete. Das Ereignis, welches als die sogenannte wohltätige Tat in die Geschichte einging, ereignete sich am Anfang des 19. Jahrhunderts, als in Europa schon die Rede vom kranken Mann am Bosporus war. Das Kampfschwert der Janitscharen bildete das sogenannte Yatagan. Ein Kampfschwert, welches in erster Linie entworfen wurde, um besonders leicht damit Köpfe abschlagen zu können. Ist es einem Janitscharen in der Schlacht gelungen, das Haupt eines Gegners vom Körper abzutrennen, so erhielt dieser Krieger als Auszeichnung eine Feder, welche seine Kopfbedeckung schmückte. Die Janitscharen galten aber auch als ausgezeichnete Bogenschützen. Der Pfeil und Bogen wurde jedoch relativ schnell von der Muskete abgelöst, welche in den Händen der Janitscharen als ein ebenso mächtiges Kriegswerkzeug galt. Eines ihrer Symbole war der Kupferkessel. Um diesen haben sich die Janitscharen beim Essen versammelt. Man sagt auch, dass ihr Löffel, mit welchem sie gegessen haben, sich in ihrer Kopfbedeckung befunden hat. Der Kupferkessel hatte jedoch auch den Nutzen als eine Art Truppentreffpunkt. Wurde die jeweilige Einheit einmal aufgerieben, so hat man sich am Kupferkessel neu formiert. Wie zuvor bereits erwähnt, stammten viele Janitscharen vom Balkan ab und wurden oft zu den mächtigsten Personen im Reich. Ich möchte euch im Folgenden einige der bedeutendsten Janitscharen kurz vorstellen. Mimar Sinan, was im Türkischen so viel wie Architekt Sinan heißt, wird auch oft aufgrund seiner prächtigen Bauwerke als der Michelangelo des Osmanischen Reichs bezeichnet. Mit seinen Bauwerken prägte er das Gesicht Istanbuls und gilt wohl als der bedeutendste Architekt des ganzen Osmanischen Reichs. Im Laufe seines Lebens entwarf er sogar sage und schreibe über 100 Moscheen und insgesamt fast 500 Bauwerke, von welchen heute noch die beeindruckendsten erhalten sind. Dazu zählen beispielsweise die Shehzade-Moschee im Istanbuler Stadtteil Fatih, die Sokolu Mehmet Pasha Moschee, welche aufgrund ihrer blauen Keramik zu den faszinierendsten Moscheen ganz Istanbuls zählt, die Hauptmoschee von Edirne, dem antiken Adrianopel, diese gilt als ein absolutes Meisterwerk osmanischer Baukunst, und natürlich die einzigartige Süleyman-Moschee, welche von Süleyman dem prächtigen persönlichen Auftrag gegeben wurde und auch heute noch zu den größten Moscheen Istanbuls zählt. Seine Bautätigkeit beschränkte sich jedoch nicht nur auf das Gebiet der heutigen Türkei. So ließ er zum Beispiel die wunderschöne Drina-Brücke in Visegrad in Bosnien errichten. Diese wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben. Die Brücke von Mostar wurde wiederum von einem Schüler Mimar Sinans errichtet.
den sogenannten Mimar Hayreddin. Mimar Sinan lebte zu Zeiten von Süleyman des Prächtigen, also im 16. Jahrhundert. Sein genauer Geburtsname ist nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich stammte er aus einem kappadokischen Dorf und hatte entweder griechische oder armenische Wurzeln. Ein weiterer bekannterer Janitschar, welcher jedoch einen anderen Weg einschlug und zu einem der größten Gegner des Osmanischen Reichs wurde, war Skenderbeg. Der aus der Region Dibarmat im heutigen Nordalbanien stammende Gjergj bzw. Churaj Kastriot, genannt Skenderbeg, gilt als Nationalheld in Albanien und genießt einen legendären Ruf in weiten Teilen des Balkans. Seine Heldengeschichten verbreiteten sich bereits früh nach seinem Tod in ganz Europa und gelangten sogar bis in das entlegene Island. Für seinen heroischen Kampf gegen die Osmanen erhielt er von Papst Calixtus III. Den Ehrentitel Athleta Christi, Kämpfer des Christentums. Unter allen Janitscharen erlangte jedoch keiner eine größere Macht als Mehmet Pascha Sokolovic oder wie sein späterer türkischer Name hieß, Sokolu Mehmet Pascha. Viele türkische Chronisten bezeichnen ihn als den wohl bedeutendsten Großvezier in der Geschichte des Osmanischen Reichs und in der langen Liste von 210 Vezieren. Geboren wurde er 1505 und wurde getauft auf den Namen Bajo Nenadic. Er hatte serbische Wurzeln und stammte aus dem kleinen Ort Sokolovici bei Visegrad im heutigen Bosnien und Herzegowina ab. Im Laufe seiner Karriere führte er etliche Feldzüge und stieg unter Selim II., dem dritten Sohn von Süleyman dem Prächtigen, zum de facto Herrscher über das ganze Osmanische Reich auf. Jedoch vergaß er nie seine Wurzeln und erneuerte das Patriarchat von Pec mit seinem Verwandten, den Patriarchen Makarie, an der Spitze. Damit wurden die ganzen Serben im Osmanischen Reich wieder unter eine Kirche gefasst. In Visegrad ließ er die bekannte Brücke über die Drina errichten, um seiner Heimat einen Dienst zu erweisen, wie er selber behauptet haben sollte. Der Schriftsteller Ivo Andrić widmete der Brücke sein monumentales Werk, die Brücke über die Drina, für welches er den Nobelpreis erhielt. Dem Leben von Mehmet Pascha Sokolovic werde ich aufgrund seiner Taten und Leistungen eine Extra-Folge widmen. Diese blende ich euch unter dem Video ein. Und hier noch ein Tipp für alle von euch, welche sich für die tiefere Geschichte der Janitscharen interessieren sollten. Diesen sei das Werk mit dem Titel Memoiren eines Janitscharen zu empfehlen. Die Memoiren, welche auch unter dem Titel Türkische Chronik bekannt sind, geben uns einen unglaublich spannenden Einblick auf den Balkan zu der Zeit der osmanischen Eroberung. Als Autor der Memoiren gilt der Serbe namens Konstantin Mihailovic aus Ostrovica, welcher 1435 in Novo Brdo im Kosovo geboren wurde und selbst als Christ in den Reihen der Janitscharen endete. So war Konstantin als Soldat in den serbischen Vasallentruppen des Despoten Djuraj Brankovic und nahm 1453 an der osmanischen Eroberung von Konstantinopel teil. In Anatolien wurde er zum Janitscharen ausgebildet und nahm in dieser Funktion an einigen der bedeutendsten Schlachten der Osmanen teil, so auch der Belagerung von Belgrad, der Peloponnes und dem Kaiserreich von Trapezunt, dem heutigen Trabzon. Besonders interessant schildert er den Bosnienfeldzug von 1463, bei welchem er mittlerweile als Kommandant die Festung Zvečaj zwischen Banja Luka und Jajce mit 50 Mann befestigen soll. Jedoch wird Zvečaj in den darauffolgenden Ereignissen von dem Ungarn Matthias Corvinius belagert und eingenommen, woraufhin Konstantin als Gefangener im Königreich Ungarn landet. Nach seinen eigenen Angaben wurde er von den Ungarn freigelassen, nachdem diese um seine echte Identität und dass er Christ war erfahren hatten. Ein Ereignis, für welches Konstantin sehr dankbar war, wie er selber sagt. Von Ungarn begab er sich nach Polen, wo er auch höchstwahrscheinlich einen Großteil seiner Memoiren verfasst hat. So, und das soll's für heute gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. So verpasst ihr auch keine weiteren Videos in der Zukunft mehr. Falls ihr Wünsche zu neuen Videos habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Balkan Buddy. Ciao!